Wirtschaftsdemokratie ist sehr viel. Es reicht von der Demokratisierung des Arbeitsplatzes bis zur Betriebs-, Unternehmens-, nationalen und internationalen Ebene. Die Gewerkschaften haben mal gesagt, wir haben ein Stück Wirtschaftsdemokratie, ein Stück Mitbestimmung im Betrieb und Unternehmen. Aber die Mitbestimmung ist wie ein Haus ohne Dach und Boden. Was fehlt, ist die nationale und internationale Ebene. Und was auch fehlt, ist die Arbeitsebene, die Demokratisierung der Arbeit. Ich denke, bei der Wirtschaftsdemokratie gibt es so zwei Linien, die eigentlich relativ nebeneinander herlaufen. Für viele Gewerkschafter ist es Mitbestimmung, es ist Betriebseigentum, es ist Beteiligung, es sind Belegschaftsinitiativen. Und dann gibt es noch dieser andere Strang, das sind Genossenschaften, das ist die Alternativökonomie, das sind selbstverwaltete Projekte. Und bis zum heutigen Tag ist das noch nicht richtig zusammengekommen. Seit der Finanzkrise und neuerdings seit der Eurokrise haben die Leute Angst. Die haben Angst, ihren Job zu verlieren. Die haben Angst vor Arbeitslosigkeit, auch Altersarmut. Sie haben Angst, was ihre Investments angeht, was passiert mit dem Geld. Und ich denke, Wirtschaftsdemokratie ist die Antwort. Es gibt den Leuten ein Stück Sicherheit, es ist ein Stück Heimat. Der Bergbau ist hier gerade zu Ende gegangen und es wird gesagt, wir sollen die Würde und die Solidarität in unseren Herzen behalten. Und das ist es doch. Wirtschaftsdemokratie, Belegschaftseigentum, Genossenschaften. Das ist doch die Würde, das ist doch die Solidarität in einer neuen Form für die Zukunft. Bei nachhaltigem und demokratischem Wirtschaften haben die Beteiligten, die Genossen in einer Genossenschaft eine doppelte Rolle. Es ist ein Arbeitgeber und Arbeitnehmer. In der Vergangenheit sind solche Betriebe sehr marktorientiert zum Teil geworden. Ich denke an Wohnungsgenossenschaften oder auch die Banken. Heute sprechen wir eigentlich von einer neuen Wirtschaftsdemokratie, wo die Transparenz, die Teilhabe, die Beteiligung des Arbeitnehmers eine stärkere Rolle erfährt. Das passt auch, das hört man auch überall, ob das die Occupy, die Blockupy, selbst die Piratenbewegung. Es geht um mehr Teilhabe für das Individuum. Bei dem Thema Wirtschaftsdemokratie ist es wichtig, sich zu vergegenwärtigen, was ist und was war, dass man einfach eine Bestandsaufnahme macht. Es gab einige wichtige Ansätze, der Aufstieg und Niedergang der Konsumgenossenschaft ASCO, die Fassaden- und Fensterfirma Petri 1986 oder die Selbstverwaltungsbewegung in Saarbrücken hauptsächlich. Es gab in der saarländischen Öffentlichkeit bis in den Landtag hineinreichend eine Diskussion zu Belegschaftsbeteiligung bei Hallberg Guss. Es gibt das langjährige Beteiligungsmodell der Saarbrücker Zeitung. Es gibt mehrere Bürger-Solargenossenschaften, Energiegenossenschaften in Quierschied, in St. Ingbert, jetzt auch im Hochwald. Es gibt die Druckerei Plattlaus. Es gibt Diskussionen um eine Rekommunalisierung der Stadtwerke und Konzepte von Solarbausteinen und Bürgerkraftwerken. Es gibt eine Diskussion zur Gemeinwohlökonomie, von dem österreichischen Professor Christian Felber angestoßen wurde. Was diese Ansätze verbindet, ist, dass der einzelne Arbeitnehmer, das Individuum in einer bürokratischen, anonymen, zentralistisch organisierten Großorganisation mehr Beteiligungschancen erfährt, mehr Mitbestimmungsrechte hat. Seine Kreativität und Imagination stärker verwirklichen kann. Und das in einer solidarischen Weise. Es ist schwer für Arbeitnehmer, in diese Richtung zu gehen, wenn sie das Gefühl haben, sie sind isoliert, sie sind ganz allein. Wer sich allein fühlt, wird seinen Kopf nicht weit aus dem Fenster strecken. Deshalb geht es ganz im Sinn von Antonio Gramsci darum, ein kulturelles Umfeld, ein institutionalisiertes Umfeld, ein wissenschaftliches Umfeld zu schaffen, wo die Leute das Gefühl haben, da ist Unterstützung, da ist Solidarität. Es geht um Angebote, um Beratung, um Forschungstätigkeit. Es gibt seit der Novellierung des Genossenschaftsgesetzes 2006 eine neue Welle
von Genossenschaften. Das sind die eben angesprochenen Dorfläden oder Bioläden, das sind auch Seniorengenossenschaften, das sind gut Arbeitslosengenossenschaften, gibt es schon etwas länger. Es sind auch Mehrgenerationsgenossenschaften. Es gibt solche Ansätze im Gesundheitswesen. Es gibt auch Bürgersolargenossenschaften. Und diese neuen Genossenschaften betonen eigentlich die Essenz von der Genossenschaft, nämlich der demokratische Impuls, dass Leute so etwas gleichberechtigt und zusammen in Solidarität, frei und in Solidarität machen. Nach der Wende gab es ja vereinzelt Rufe, die ostdeutschen Betriebe jetzt in wirkliche basisdemokratische Belegschaftsformen zu überführen. Das ist auch teilweise gelungen in der Landwirtschaft, aber das Mantra, die herrschende Ideologie des Neoliberalismus, war doch sehr dominierend zu sagen, es muss also privatwirtschaftlich, kapitalistisch mit einem Boss oder einem Finanzgremium an der Spitze, so muss das laufen. Wichtig ist, dass wir den Gedanken der Wirtschaftsdemokratie, der Beteiligung der Betroffenen auf allen wirtschaftlichen Feldern verbreiten. Und hier im Saarland haben wir ja den Vorteil, dass wir etwa über die Stiftung bei Saarstahl gezeigt haben, dass man keine privaten Anteilseigner braucht, um einen Betrieb erfolgreich zu führen, sondern dass dann, wenn die Belegschaft ein entscheidendes Mitspracherecht hat, der Betrieb auch sehr gut geführt werden kann. Denn Saarstahl ist ein Großbetrieb, die Belegschaft weiß, worum es geht. Und der Betrieb gehört ebenso wie die Dillinger Hütte, die ja praktisch eben unter derselben Regie geführt wird, zu den Spitzenreitern in Europa. Das ist ein Beweis, dass eben eine, wenn man so will, andere Unternehmensform sehr erfolgreich sein kann. Darf ich noch mal sagen, bei der Genossenschaft ist der Vorteil, dass die Gesamtmitgliederversammlung immer entscheidet, sowohl wie viel sie bezahlen, als auch worin sie investieren oder was sie bleiben lassen. Sie wissen ja, wo das Geld bleibt. Es ist nicht so anonym, wie das sonst ist. Du zahlst irgendwas und weißt gar nicht, was daraus wird. Und ich kann nur sagen, ob ich die Fischerei nehme, ob ich Blumen nehme, ob ich die Landwirtschaft nehme. Die Genossenschaften blühen in Frankreich, sie blühen in Holland, sie blühen zum Teil auch noch in den neuen Bundesländern und die alten sind da hinterher. Da müssen wir mal einen Schub geben. Schauen Sie sich mal so einen Bauernhof im Süden von Baden-Württemberg oder in Bayern an. Das ist Selbstausbeutung in Höchstform. Und die haben nicht mal Urlaub, wenn er nicht zufällig einen Bruder in der Nähe hat, der dann seine Wirtschaft führt. Also da müssen wir mal zu sinnvolleren wirklich Strukturen kommen. Und gerade in Bayern und Baden-Württemberg werbe ich dafür, weil die haben viel Landwirtschaft und so weiter. Und ich sage Ihnen, das ist alles Selbstausbeutung. Da muss man andere Formen finden. Um dieses Thema voranzubringen, ist es nicht genug, dass irgendjemand was schreibt, was sagt oder dass mal eine Konferenz stattfindet. Das Thema müsste eigentlich verstetigt werden, es muss institutionalisiert werden. Vorschläge wären beispielsweise einen Programmschwerpunkt Wirtschaftsethik und Wirtschaftsdemokratie bei der Hochschule für Technik und Wirtschaft. Das ist längst überfällig. Oder dass im saarländischen Arbeitsministerium ein Büro für Arbeiterbeteiligung und Arbeiterselbstverwaltung eingeführt wird, ähnlich wie es sowas in NRW, in Italien gibt und auch eine Diskussion in den USA. Es ist auch ganz wichtig, dass man überhaupt ein Netzwerk schafft von Gleichgesinnten, die miteinander im Gespräch bleiben und was beispielsweise bei der Arbeitskammer des Saarlandes angedockt werden könnte.